Wroński und wir haben in den vergangenen Beiträgen zum Thema Kölner Sport ja Ihnen einige Informationen zu Sportverletzungen geben können. Ich hoffe, Sie haben interessante Informationen erhalten. Heute das Thema Knorpelverletzungen. Knorpelverletzungen sind schwerwiegende Verletzungen von Gelenken, meistens des Kniegelenkes, aber auch des Schulter- und Sprunggelenkes. Hierbei müssen hohe Kräfte auf das Gelenk einwirken, die dazu führen, dass der Knorpel, die Oberfläche des Gelenkes, verletzt wird. Das sind ernstzunehmende Verletzungen, die meist dazu führen, dass das Gelenk anschwillt, zum Beispiel das Kniegelenk, und diese Schwellung führt dazu, dass das Gelenk nicht belastungsfähig ist. Immer dann, wenn zum Beispiel das Kniegelenk nach einer Verletzung sich deutlich in seinem Volumen verändert, also anschwillt, muss der Arzt gucken. Hier sind dann notwendige bildgebende Verfahren wie Ultraschall, Röntgen oder Kernspintomographie notwendig, um Größe und Ausmaß der Knorpelverletzungen darzustellen. Knorpelverletzungen können konservativ, das heißt durch Ruhe, Physiotherapie oder medikamentöse Therapiemaßnahmen betreut werden, aber es kann auch notwendig sein, dass ein solches Gelenk operiert wird. Das muss bitte der Spezialist entscheiden. Hier gilt tatsächlich, bitte nicht zögern, den Sportorthopäden zu kontaktieren. Vielen Dank.